Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rage. Es sollte jetzt so ein bisschen gegen Ende gehen, denke ich, nehme ich mal an. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und demnach weiß ich auch irgendwie nicht mehr, wie alles geht. Huch, oh Gott. Dann vor das Tor von Capital Prime fahren. Kommt schon der erste Scheißer. Wiedersehen. Ach, wir sind jetzt hier oben. Ein paar Ticketen kaufen sollen. Das ist bestimmt von Capital Prime. Ich will jetzt aber nicht bekämpfen, bitte. Toll. Und die letzte natürlich in. Warum haben die alle so. Oh Gott, ich bin tot. Ups. Das ist. Toll! Supi. Was geht mir jetzt schon wieder auf den Sack so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld. Ich hab ja gar nicht mehr so viel Geld, oder? Der, die man so im Ödland findet. Ödland. Sand vielleicht? Sind wir noch mal einmal. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Geld ich habe tatsächlich. Oh, 14. Mensch, Mensch, Mensch. Also es kann auch sein, dass ich jetzt so ein paar Rennen fahren muss, den so ein bisschen aufmotzen muss. Ich habe auch echt Ist gesagt, das zu ich habe kein fassen? Geld. Was denn? Was ist denn nicht zu fassen? Moment. Na, Friday. Wenn General Cross denkt, wir würden das glauben, nur weil er uns mit Vollstreckern droht, muss er sich was Neues einfallen lassen. Da hinten stehen die Ausgeburt der Hölle, ja? Die Regierung kann nicht versprechen, all eure Probleme zu lösen. Aber wir können das für euch tun, wozu ihr alleine nicht in der Lage seid. Wir können euch vor den tödlichen Gefahren beschützen, die euch im Ödland erwarten. Ein Blödsinn. Vor den Mutanten, die direkt unter euren Häusern leben. Und vor den heimtückischen Plünderern, die euch auf den Straßen terrorisieren. Davor kann euch die Regierung beschützen, denn niemand sonst ist. Ich habe nur das Beste vom Besten. Mittel, das ist schön. Versprechen zu halten. Weil jetzt labert er die ganze Zeit, die Regierung, ne? Bringt Frieden und Wohlstand in das Ödland. Vergesst nie, dass euer Leben ein Geschenk der Regierung ist. Ein Blödsinn. Ach ja, Mann. Ja, das ist, glaube ich, aber nur von einer gewissen Zeit, ne? Wenn du irgendwas brauchst, komm zu mir. Wieso habe ich $10 gekriegt? Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz einmal in die Bar runter. Ach nee, ich habe ja gar keinen erledigt, ne? Und dann mache ich jetzt diese Nebenaufgaben in der Hoffnung, dass ich genug Munition. Was ist denn? Eine neue Waffe gekriegt und weiß das nicht mehr. Okay.
mich doch mal am Arsch, ey. Oh ja, so gefällt mir das. Und keine Sekunde nachlassen, verstanden? 4 Rennscheine? Was? Um $40? Naja, immerhin. Von daher, also ich werde, glaube ich, jetzt erst, ich wollte jetzt erst zum Capital Prime tatsächlich fahren. Zurück! Zurücktreten! Ach, weißt du was? Zurück! Du machst doch eh nichts. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Guck, jetzt machst du schon gar nichts mehr. Arschlecken. Lass mich in Ruhe. Oh, du kannst nichts mehr machen. Oh, guck hier. Oh nein, ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Scheiß drauf, ey. Zwangsräumung. So dich. Oh, Sally. Also würde ich sagen, erstmal machen wir erstmal das von der Blue Line. Das nicht angstvoll in die Vergangenheit blickt, sondern hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Sonne geht nun über das Land auf. Zurücktreten. Oh, Alter. Kinder frei von Angst, frei von unerwünschten Gestalten und frei von jenen, die uns schaden wollen, großziehen können. Seht euch an, wie weit wir bereits gekommen sind. Zurücktreten. Denn dort seht ihr. Ja, ich werde nur zur Blue Line. Da werde ich wohl noch zu Fuß hingehen können. No money, no money. I need to get, wie auch immer, money. Die Blue Line ist jetzt da gleich da vorne. Ja, achso, dann da runter. Genau, das war ja hier. Das untere Territorium. Ach so! Okay, das geht so dann einmal so. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Oh. Es ist noch früh am Morgen. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass wir ein bisschen Plus machen, deswegen ein bisschen besser abgucken. Und mal gucken, also es werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr diese Mutanten sein, sondern ich denke, oder? Aber waren die denn schwierig? Ich weiß es gar nicht mehr, Mutanten sind schnell, also bleibt nicht stehen. Was? Was muss da irgendwie neues Loot geben, oder? Ich brauche keine Pistolen, ich brauche Geld. Wie, da ist er. Meint ihr mich? Sind das jetzt meine Freunde? Hä? Ich stehe doch hier ganz. Hä? Meine ich mich? Was haben die denn gerade geschossen? Ich bin verwirrt.
Warum weichen die denn jetzt alle zurück? Macht doch gar keinen Sinn. Bist du doof? Ich stehe doch hier. Warum haben die mir nur so 2 Dollar einstecken? Hallo? So doof, ich stehe hier richtig. Ah, es gibt's doch nicht, dass sie so wenig haben, oder? Könnte nicht mal ein bisschen mehr einstecken haben. Wow. Was ist denn? Ich habe eine Hosebeuge, aber das wollte ich jetzt nicht verschwenden dafür. Dynamitbolzen. Ich sehe da auch nichts. Hallo. Jetzt wird er ein bisschen besser. Wo ist denn da noch was? Hä? Was hat er gerade auf. Was hat er da gerade auf mich geschossen noch? Zweiunddreißig, der hat ein bisschen mehr mit. Wir müssen es nicht übertreiben. Ach, da kommt irgendwas von oben, ist doch nur Wasser.
Aber Scharfschützen nicht so ein bisschen teuer? Tschüss. Also komm, wir wollen jetzt nicht. Okay, damit dürfte dieser Bereich eigentlich auch geklärt sein. Ich sollte solche Spiele wirklich morgens spielen. Wie bin ich denn ein bisschen aufmerksamer? Also zumindest scheint das ja so. Hier ist ansonsten gar keine gerade. Könnt ihr sehen. Hä? Hier ist doch niemand. Könnte ich dich verfehlen? Wie könnte ich dich denn verfehlen? Waren da nur zwei Leute? Kann man manchmal gar nicht so glauben. Hätte ich die alle retten müssen? Was Asgard? Hat er gerade Asgard gelaufen? Das Schöne ist, hier muss man ja noch nichts berechnen, wie Flugbahn und sowas. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu doll, oder? So ein bisschen nach Sprengung sieht das aus, ne? Ich habe ja nur Schiss, wenn da gleich wieder so ein riesiger kommt, dass ich dann mich so verhaspele. Aber eigentlich dürfte das eigentlich nicht passieren, oder? 25 hätten wir, müssten wir eigentlich so erledigt haben, sage ich einfach mal. Warum? Weil ich hätte, glaube ich, 75 oder so. Fuck, 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 fuck. Das ist mir umgefallen.
So, ich werde jetzt einmal kurz speichern, weil diesen Erfolg, den ich bis jetzt habe, ich träume nicht so ganz. Oh nein, und ich habe nicht auf Start gedrückt. Na komm, wir machen noch ein bisschen. Oh. Da unten wird ja wohl nichts mehr sein, oder? Wer sind diese dummen Kackmutanten hier nicht? Was aber auch im Umkehrschluss heißt, dass hier diese dummen Typen sind. Also die hatten ja nachher dann auch so einen komischen Feuermenschen, glaube ich. Mit so einer, wie heißt das denn? So ein Maschinengewehr? Heißt das so? Naja, noch ein paar Minuten. Die können sich doch überall hier verstecken. Das wäre, glaube ich, auch cooler, wenn es hier so ein bisschen rutschiger wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre doch echt super cool. Ja, ich bin da. Setzt du dich jetzt genau dahin? Bist du doof? Würde mir auch so ein bisschen helfen, wenn man hier auch Scharfschützenmunition finden würde. Da geht es wahrscheinlich weiter. Aber letztendlich habe ich so persönlich gegen die Typen auch nichts. Ich gucke jetzt auch gerade wieder so ein bisschen, Wolfenstein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich mal, also die Leute können ja dafür nichts. Also die da angestellt sind. Ich meine, das hört sich jetzt das ist sehr, sehr schwierig zu verpacken, glaube ich. Jetzt, also die richtigen Worte zu finden. Ich finde es natürlich nicht gut, dass er solche Unterstützer hat. Aber letztendlich so die ganzen Soldaten und was, die sind ja eigentlich nur das Mittel zum Zwecke. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da viele ja einfach vor die Wand gestellt werden. Das heißt, solltest du nicht mit uns arbeiten, Kopfschuss oder so, ne? Also das kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe gerade so ein bisschen Schiss gehabt, dass das Mikro wieder ausgewesen ist. Das ist natürlich nicht so schön. Von daher, so per se gegen die ganzen Soldaten habe ich überhaupt nichts. Letztendlich, jeder hat seinen Grund, warum er es macht oder nicht. Ja, von daher. Die sind für mich wirklich nur die armen Leute, die eigentlich die Auftragsarbeit immer durchführen müssen. Die eigentlich auch gar nichts davon haben. Weil letztendlich sind die Leute, die, ja, die wirklich dann von so einem
Krieg oder so ein Krangel, sage ich jetzt einfach mal, was haben eigentlich diese Hintermänner? Das heißt hier beispielsweise diese Frau Engel oder was, die natürlich ihre Perversionen und sowas alles ausleben können an den Gefangenen. Damit schließe ich erstmal die Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe, aber ich finde, bis hierhin war es schon mal ganz gut. Würde mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn du mich abonnierst und wenn du mir einen kleinen Kommentar da lässt. Wenn ich Zeit habe, antworte ich ja auch immer. Sollte man eigentlich schon sehen unter den anderen Videos. Und ja, bis dann. Tschüss.